Rasenschnitt Karrax. Ich habe nach euch gesucht. Artanis, die Götter seien gepriesen. Eure Nervenstränge, sie müssen durchtrennt werden. Die dunklen Templer haben dies bereits getan. Ich bin frei von der Verderbnis der Kala. Gibt es noch mehr Überlebende? Ich habe so viele gerettet, wie ich konnte. Kommt, wir müssen fort von hier, bevor es zu spät ist. Fort? Wie? Die Speer des Ardun ruht weiterhin unter den Ruinen des Khor Shakhal. Ihre Generatoren mögen alt sein, doch ein fähiger Phasenschmied wie ihr könnte sie aktivieren. Die Speer des Ardun? Es ist mir eine Ehre. Dies ist wahrlich ein Wink des Schicksals. In der Tat. Kommt, wir müssen sofort aufbrechen. Die Speer des Ardun schlummert tief unterhalb des Herzens der Konklave. Ich hatte vor, sie zu aktivieren, um unseren Sieg über die Zerg zu garantieren. Doch jetzt ist sie unsere letzte Hoffnung, um zu überleben. Artanis, warum entziehst du dich deiner Erlösung? Celendis, sie steht unter Amons Einfluss. Karrax, wir müssen die Speer des Ardun in Betrieb nehmen. Die erste Energiezelle fährt hoch, doch die verbleibenden wurden von Kriecher lahmgelegt. Ich verstehe. Wir müssen sie säubern. Steht unsere Verteidigung? Sie sind leider noch ohne Energie, aber die Versorgungssysteme der Speer des Ardun sollten dabei nützlich sein. Sie ermöglichen uns, überall auf dem Schlachtfeld Pylonen anzufordern. Wir sollten hier so früh wie möglich damit beginnen. Mit diesen Photonenkanonen können wir den Nexuspunkt verteidigen, Hierarch. Sie benötigen einen Pylonen als Energiequelle. Ihr könnt über die Speer des Ardun einen Pylonen heranwarpen. Klickt dazu oben im Kommandobildschirm auf Pylon anfordern. Unsere Kanonen werden nun Gegner in Reichweite unter Beschuss nehmen. Wenn sie beschädigt werden, lädt die Schildbatterie ihre Schilde wieder auf. Diese Verteidigungsanlagen werden bei der Evakuierung hilfreich sein. Doch die höchste Priorität hat die Säuberung der Energiezellen. Wir können nun unsere Warp-Knoten zu Warp-Toren erweitern. Somit können wir Einheiten überall im Energiefeld eines Pylonen heranwarpen. Thank you.
aus. Danke, Mom. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Zergling-Organismen nähern sich dem Nexus. Bereitet die Verteidigung vor. Ich registriere inaktive Warp-Tore in der Nähe. Sie könnten uns einen Vorteil verschaffen. Errichtet einen Pylon daneben, um sie mit Energie zu versorgen. Am besten wäre es, die Pylonen direkt von der Speer des Adun anzufordern. Natürlich können wir sie auch über unsere Sonden heranwarpen. Orin Shisal! Ula Sadari! Kassar, die Tempel! Unsere Einheiten haben ein Warp-Tor entdeckt. Wir sollten einen Pylonen errichten, um es mit Energie zu versorgen. Das Warp-Tor ist wieder in Betrieb. Darüber können wir sofort neue Einheiten heranwarpen. Möge mich die Ehre leiten. Mein Leben für Ajur!
Basis wird angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Die zweite Energiezelle ist aktiv. Das Sensorfeld der Speer des Adun reagiert. Kämpfe nicht gegen deine Bestimmung an, Artanis. Dein Volk hat endlich wahre Einigkeit gefunden. Sensoren aktiviert. Halt, was ist das? Warp-Prismen nähern sich unserem Nexuspunkt. Hetzer, schalte diese Warp-Prismen aus. Befehlt. Upgrade durchgeführt. Ganz wie ihr wünscht. Sehr weise. Wir bleiben im Verborgenen. Im Namen der Rache. Eine weitere Gruppe Zerglinge nähert sich unserem Nexus von Süden. Ich habe ein weiteres Warp-Tor aktiviert. Macht es sofort bereit. Herz der Finsternis. Ganz wie ihr wünscht. Faszinierend. Basis wird angegriffen. Ich bin die Stimme der Finsternis. Beaku. Ich rate zur Vorsicht, Hierarch. Ihr nähert euch dem Schwarmcluster der Zerg. Ihr solltet mit heftigem Widerstand rechnen. Faszinierend. Ganz wie ihr wünscht. Wie ihr befehlt,
Durchgeführt. Ich bin hier in den Schatten. 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 Ich bin hier. In den Schatten. Was ist euer Begehr?
gilt vorerst. Beraku, wir bleiben im Verborgenen. Faszinierend. Wie ihr befehlt. Ganz wie ihr wünscht. Wie ihr befehlt. Ganz wie ihr wünscht. Alles richtet sich gegen euch. Selbst der Boden unter euren Füßen trägt die Saat meines Sieges in sich. Lydoswürmer, Schnellkrieger, vernichtet sie. Noch sind wir nicht besiegt. Alles wird eins sein. Alles Leid wird enden. Ich bin hier in den Schatten. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Ich bin hier in den Schatten. Kalt ist die Leere. Faszinierend. Wir sind eins mit den Schatten. Wir bleiben im Verborgenen. Nun gut. Ganz wie ihr wünscht. Beraku. Sehr weise. Wir bleiben im Verborgenen. Nun gut. Widersetzt euch nicht länger. Ihr werdet von eurem Elend erlöst sein. Wie ihr wünscht, im Namen der Rache, wir bleiben. Ausgezeichnet, Hierarch. Wir haben alle Warp-Tore unter unsere Kontrolle gebracht. Wie ihr befehlt, zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in den Schatten. Alles Leben ist minderwertig, fehlerhaft. Ich rekonstruiere die Schöpfung. Wir sind fast fertig, Hierarch. Noch eine letzte Energiezelle muss aktiviert werden, dann ist die Sperr des Adun einsatzbereit. Genug. Der ewige Kreislauf des Wahnsinns kommt zu einem Ende. Ich bringe Erlösung. Hört auf, euch zu wehren. Befehlt vorerst.
Namen der Rache. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Ganz wie ihr wünscht. Nun gut, wie ihr befehlt, vorerst. Versorgung abgeschlossen. Die Speer des Adun ist startbereit. Ruf alle Erstgeborenen an Bord, Phasenschmied. Wir müssen von dieser Welt fliehen, wenn wir überleben wollen. Zu Befehl, Hierarch.